Dritte binomische Formel. Wir starten in diese dritte Problematik mit der Übung 1 und ich möchte dir erstmal ausführlich erklären, was jetzt hier diese allgemeine Form ist und wie man die geometrisch erläutern kann. Also, wir haben so wie bei der ersten und zweiten binomischen Formel jetzt hier erstmal eine faktorisierte Darstellung der dritten binomischen Formel und eine Summandenschreibweise und man kann natürlich hin und her wechseln und umschreiben. Dafür braucht man aber jetzt hier erstmal bei der faktorisierten Form zwei Faktoren, wo man eben unterschiedliche Rechenzeichen hat. Also einmal Plus und einmal Minus. Ist aber egal, es kann auch Minus und Plus sein, weil das ist kommutativ, die beiden Faktoren könnte man tauschen. Wichtig ist aber, dass links und rechts vom Rechenzeichen eben das Gleiche steht in beiden Klammern. So ist es ja auch bei der ersten und zweiten binomischen Formel, aber eben hier mit unterschiedlichen Rechenzeichen in beiden Klammern. Okay, dann in der Summandenschreibweise verkürzt sich die Formel eben, wir haben diesen Mittelteil nicht mehr, sondern einfach nur a² und b² und ein Minus in der Mitte. Das ist wichtig, das funktioniert nur mit diesem Minus. So, geometrisch gesehen würde ich jetzt hier erstmal anfangen zu sagen, was ist denn eigentlich die faktorisierte Darstellung? Kann man leicht sehen, a plus b ist a plus b, das ist diese lange Kante hier, mal a minus b. A minus b ist diese kurze hier, also ist die linke Seite vom Gleichheitszeichen das hier. Das musst du dir jetzt einfach mal merken. Das ist das hier, also gelb und orange zusammen. So, aber nur einmal orange. Und rechts vom Gleichzeichen ist halt die Summanden- oder man sagt auch ausmultiplizierte Schreibweise. Und die ergibt sich so. A ist ja hier diese lange Kante und wenn ich daraus jetzt ein Quadrat mache, habe ich a², also das hier. So, minus b². Was ist denn b²? B ist diese kurze Kante hier und wenn ich mir die jetzt vorstelle als Quadrat, dann müsste ich hier nur mal so ein Stück hochgehen und hier nach da. So, das muss man sich jetzt einfach vorstellen. Das sieht man hier als Fläche erstmal so nicht, aber es ist so groß wie dieses Weiße hier. Das kann man sich ja vorstellen. Hier so die Hälfte ungefähr davon ist eben ungefähr dieses Weiße. Das heißt, wenn ich jetzt von a², also von diesem ganzen Quadrat, b² abziehe, also dieses Weiße, dann habe ich ja noch das hier. Also wieder gelb und einmal orange. Und das ist also genau das, was auf der linken Seite steht, eben nur anders angeordnet. Deswegen dieser Pfeil hier. Theoretisch könnte man das hier oben hinrücken und schon hat man das Gleiche an Fläche. Teilaufgabe A, löse das folgende Binom mit Hilfe der passenden Formel auf. Dafür müssen wir erstmal checken, ist es hier die faktorisierte Form der dritten binomischen Formel? Und das ist es, denn wir haben hier unterschiedliche Rechenzeichen und in beiden Klammern links und rechts vom Rechenzeichen das gleiche stehen. Also ist easy, wir brauchen nur links vom Rechenzeichen das nehmen, das ist mein A, also quasi das hier, und rechts vom Rechenzeichen ist mein B. Und wir brauchen nur rechnen a² minus b², also hier in diesem Fall c² minus 1 zum Quadrat. Und 1 zum Quadrat ist 1, also lässt man das dann so stehen. Teilaufgabe B, prüfe, ob es sich beim folgenden Term um die ausmultiplizierte Form der dritten binomischen Formel handelt. Wenn das so ist, dann faktorisiere passend. Okay, hier ist erstmal ein bisschen Gedöns und das sieht nicht so aus wie das hier, also wie die Summandenschreibweise oder ausmultiplizierte Form. Das heißt, wir sollten hier erstmal so ein bisschen anpassen. Das können wir, denn wir haben hier was mit x² und hier auch was mit x², was man möglicherweise zusammenfassen kann, wenn man denn hier erst ausmultipliziert. Denn aktuell ist es hier in diesem Produkt noch geschützt und wir kommen hier an dieses x² noch nicht ran, um das damit zu verrechnen. Okay, aber das Auflösen ist ja einfach. Wir haben nur eine minus 3 vor der Klammer stehen. Also minus 3 mal 3y² sind minus 9y² und minus mal minus ist plus. 3 mal 7 sind 21x². Und jetzt haben wir 4x² plus 21x² sind 25x² und das sind so schöne leere Aufgaben hier, denn die kommen ja dann am Ende so raus, dass hier Zahlen sind, von denen man die Wurzel glatt ziehen kann. Denn das müssen wir machen. Wir haben die Summandenschreibweise hier, also das, was auf der rechten Seite steht. Und wir wollen ja faktorisieren. Das heißt, wir brauchen hier erstmal Quadrate, so, um hinterher zu sagen, so, das ist ganz eindeutig mein A und das ist mein B und dann setze ich diese Form hier zusammen. Aktuell ist nur das x hier zum Quadrat und das y zum Quadrat, aber die Zahlen nicht. 25, die Wurzel aus 25 ist 5 und die Wurzel aus 9 ist 3. Also könnte man ja auch schreiben, 5 mal, also ich habe jetzt einen Schritt übersprungen, ich sage Ihnen aber nochmal, man könnte das hier umschreiben in 5x in Klammern hoch 2. Das wäre ja dasselbe wie 25x². Und man könnte schreiben 3y in Klammern hoch 2, das wäre dasselbe wie 9y². Aber man wüsste dann, dass 5x mein a ist und 3y mein b. Und somit könnte man dann eben zu diesem Schritt hier kommen und sagen, ja gut, mein a und mein b habe ich, dann packe ich links in die Klammer noch das Plus, rechts in die Klammer mein Minus und dann habe ich die faktorisierte Form.